So, ihr Lieben, einige von euch haben es schon mitbekommen. Es gibt ein Alea Aquarius Kochbuch und gestern habe ich ein Belegexemplar zugeschickt bekommen. Meine Tochter hat sich das direkt geschnappt. Genau, die filmt auch gerade. Und hat hier so Klebestreifen reingemacht bei den Sachen, die sie gerne mal ausprobieren oder kochen möchte. Sammys süßer Brotaufstrich zum Beispiel. Das können wir jetzt am Wochenende mal ausprobieren. Bananen-Schokobowl, das will ich unbedingt. Ja, das finde ich, klingt auch sehr interessant. Ne? Genau, das müssen wir unbedingt mal machen. Baked Oatmeal. Warte mal, es sind sehr viele leckere Sachen drin. Das sieht auch sehr cool aus. Müssen wir mal gucken, ob wir das so... Auch richtig schön gestaltet und so. Ne? Also ich finde, das ganze Buch ist irgendwie total liebevoll gemacht. Und die Fotos und alles und immer wieder auch Kommentare. Ben sagt, Blumenkohl ist nicht nur vielseitig, er gehört auch zu den besonders klimafreundlichen Gemüsesorten. Und solche Blumenkohl-Döner ist sowieso eine coole Sache. Nelanis Festmahl. Ja, Tanja. Apfellasagne, das ist unser Lieblingsrezept. Ne? Wir machen das wahnsinnig gerne und deswegen hatten wir das auch, habe ich das auch mit ins Buch aufgenommen. Also es sind wahnsinnig viele echt spannende Sachen drin. Rufus-Tee, genau, mit Hibiskusblüten, Testchai-Tee und dann gibt es, glaube ich, noch hier, warte mal, diesen Sprudel, egal, Sprudel von Orion. Es ist auf alle Fälle jede Menge Interessantes drin. Ich finde, es ist richtig schön geworden. Ja, super.